Der Kaukasus zwischen Kaspischem und Schwarzem Meer. Drei Länder, Aserbaidschan, Georgien und Armenien. 3500 Kilometer, ein Großteil davon zusammen mit meinem Sohn, der mich auf diesem Teil der Reise begleitet hat. Die Einreise nach Aserbaidschan war kompliziert. Nicht wegen irgendwelcher Kontrollen, die fanden so gut wie nicht statt. Aber der Papierkram. Um für den Autotransport, die Straßenbenutzungsgebühren, die Zoll- und Hafengebühren zu zahlen und Stempel zu holen, musste ich viermal über die Fußgängerbrücke links im Bild zu den Containern mit den verschiedenen Büros. Nach 5 Stunden war endlich alles geschafft und ich konnte den Hafen in Alat verlassen. Von dort machte ich mich auf die 70 Kilometer lange Strecke nach Baku. In dem kleinen Hotel eine Überraschung. Hier wurde nicht etwa die lokale Zeit von Frankfurt oder Berlin angezeigt, sondern die von Bremen. Vom Kaukasus gibt es auch wieder schicke Drohnenbilder. Mein Sohn kann das einfach besser als ich. Hier die Skyline von Baku. Dominiert wird die Stadt vom Fairmont Flame Towers Hotel, in dem wir uns 3 Nächte gegönnt haben. Sein Design steht für das Feuer im Land durch Erdgas und Ölreichtum. So findet man auch schon mal in Wohngebieten zwischen den Häusern Ölpumpen. Unser erster Ausflug führte uns zu den Mat Vulkanos, den kleinen, flauschigen Schlammvulkanen. 300 Stück von den weltweit 1100 gibt es hier. Auf der Strecke liegt auch Yana Dag, der brennende Berg, von dem schon Marco Polo berichtete. Aber nicht auf dem ganzen Weg hier. Am Lake Jirjil bei Ganja kamen wir nicht recht weiter, weil er in einem Militärgebiet gelegen ist. Hier gab es heftigen Widerstand wegen unserer Drohne. Daher leider nur ein Foto. Tschüss Aserbaidschan, Land des Feuers und der Radarfallen. Von denen gibt es nämlich mindestens genauso viele wie Ölquellen. Weiter ging es nach Georgien. Nur von dort und dem Iran kommt man auf der Straße später weiter nach Armenien. Tolle Aufnahmen im Zentrum von Tbilisi, der Hauptstadt Georgiens. Im Vordergrund die Konzerthalle, dahinter der Präsidentenpalast und dahinter die Sambea-Kathedrale. Und die Friedensbrücke über die Kura. It's a drone, stupid. Der Shinkawi-Stausee versorgt Tbilisi mit Trinkwasser.
Georgische Heerstraße, auch Grusinische Heerstraße genannt, überquert den Großen Kaukasus in 2400 Metern Höhe in Richtung Russland. Seit Jahrtausenden wird sie von Händlern und Heeren genutzt, heute auch von Heerscharen von Touristen. Das Denkmal der Freundschaft zwischen Georgien und Russland aus den 80er Jahren. Heute übernachten wir wieder mal auf einem Campingplatz, um morgen sehr früh am Mount Kazbek zu sein. Eigentlich war der geschlossen, aber nach ein paar Telefonaten hat man uns geöffnet. Der Mount Kazbek, 5000 Meter hoch. An 362 Tagen im Jahr füllt er seinen Gipfel in Wolken, aber wir hatten Glück. Zelten am Fluss im Tusheti Nationalpark. Denn morgen wollen wir über den Abano-Pass nach Omalu. Es begann recht einfach, aber bald schlängelte sich die Straße an den Bergen entlang. 7 Stunden für 34 Kilometer. Auf knapp 3000 Meter Höhe ist der Abano-Pass der höchste befahrbare Pass Georgiens und eine der 100 gefährlichsten Straßen der Welt. Zudem änderte sich das Wetter hinter jeder Bergkuppe. Auf dem Pass. Zeit für Drohnenflüge. Geschafft. Allerdings, morgen mussten wir wieder runter. Wir brauchen aber noch mehr Auslauf, wir kommen da nicht rum. So, stopp, wir müssen noch gleich fahren. Aber haben wir noch nicht geschafft. Die ist recht breit hier. Ganz eigentlich. Ja, der geht gut. Oh, shit. Jetzt muss ich leider zurück. Nee, warte, stopp. Gedenktafeln für die Unfallopfer. Warum auch immer, auf jeden Fall dauerte die Rückfahrt nur 6 Stunden statt 7. Weiter ging es nach Armenien, zunächst nach Erevan, der Hauptstadt. Weniger entwickelt als Baku oder Tbilisi
und mit vielen Relikten aus Sowjetzeiten, aber ungeheuer liebenswert. Ich erinnere mich noch an die Witze des fiktiven Radio Erivan in den 70er Jahren. Zum Beispiel, Frage an Radio Erivan: Ist es möglich, auch in einem hochindustrialisierten Land den Sozialismus einzuführen? Antwort von Radio Erivan: Im Prinzip ja, aber es wäre schade um die Industrie. Als erstes Land der Welt erhob Armenien im Jahre 301 das Christentum zur Staatsreligion. Entsprechend finden sich viele Kirchen und Klöster. Auch in Armenien finden sich an der kaukasischen Seidenstraße alte Karawansereien, wie hier am Selimpass die Orbelian-Karawanserei. Ein guter Zeitpunkt, der Drohne mal wieder ein bisschen Auslauf zu gewähren. Auf unserem Weg zurück nach Norden kommen wir in heftige Gewitter und Hagelschauer. Unser letzter Stopp in Armenien, der Sevansee am kleinen Kaukasus. Und eine Autowäsche, bevor es wieder nach Georgien in Richtung Tbilisi geht. Kurz vor Tbilisi noch eine kleine Landstraße mit einer wuseligen Rinderherde. Bald hat uns die Großstadt wieder, viel zu schnell sind 19 Tage vorbei und mein Sohn muss zurück nach Deutschland.